Heimat unter der Lupe, das passt zu Geowissenschaften. Der Geologe, der Mineraloge arbeitet gerne mit der Lupe. Wir müssen heute nicht so sehr ins Detail gehen. Exkursion in den Geopark Westerwald-Lahn-Taunus. Wir gehen in die Tiefen des Westerwaldes und der Randgebiete und schauen uns mal an, wie dieser Geopark liegt. Und wir sind hier ziemlich in der nördlichen Mitte drin. Er umfasst auf hessischer Seite die Kreise Lahn-Dill und vom Kreis Marburg-Biedenkopf das Lahn-Dill-Bergland, geht also bis Biedenkopf hoch. Lahn-Dill-Kreis, Kreis Limburg-Weilburg. Auf Rheinland-Pfälzer Seite haben wir den Landkreis Altenkirchen. Wir haben den Westerwaldkreis im Herzen des Ganzen. Früher hatten wir den kompletten Rhein-Lahn-Kreis dabei, da ist aber nur uns die Stadt Diez erhalten geblieben. Wir haben die Informationszentren, die uns im Geopark praktisch dauerhaft, zumindest im Sommerhalbjahr, die Informationen geben. Einige werden Sie kennen hier vor Ort. Ich fange mal an. Herdorf-Sassenroth, ein wunderbares Besucherbergwerk. Dann die Bindweide unmittelbar vor Ihrer Haustüre, auch zum Informationszentrum nach umfangreichen Ausbauarbeiten ausgebaut mit der schönen Schachtanlage, obwohl da nie ein Schacht war, aber als sichtbares Zeichen dessen, dass dort Bergbau stattgefunden hat, das Landschaftsmuseum Westerwald. Land und Leute haben von dem Boden, von den Bodenschätzen gelebt und machen es heute noch zum Teil. Dann den Stöffelpark in Enspel. Wir gehen dann rüber ins Keramikmuseum Thon, ein wichtiger Baustein. Marmor, Stein und Eisen spricht. In dem Sinne, nach dem Lied von Trafi Deutscher, haben wir natürlich, der Ton gibt die Musik. Ton, ein wichtiger Bodenschatz im Westerwald. Und gut zu sehen, viele Dokumente, auch in künstlicher Art, in Hörgrenzhausen im Keramikmuseum. Südlich der Lahn, im Museum im Grafenschloss Diez. Dort ist auch ein Informationszentrum für uns. Ganz neu, seit 2 Jahren, das Lahn-Marmor-Museum in Villmar. Dann, wo ich persönlich sehr stark noch engagiert bin, als zweiter Vorsitzender der Kubacher-Kristallhöhle in Weilburg-Kubach. Und ich hatte schon die Grube Fortuna in Solms-Oberbiel genannt. Und abschließend nochmal ein schöner Aufschluss, die Schauhöhle Herbstlabyrinth in Breitscheid. Sodass wir fast alles, was Geologie, Bergbau betrifft, schon damit haben. Viele Geotope noch sichtbar dokumentiert. Wir haben über 600 Geotope. Ich habe da auch mitgearbeitet, auch mit der Uni Gießen und der Uni Mainz, was wir dort praktisch geologische Sehenswürdigkeiten vor Ort haben. Und ja, dann gehen wir weiter und schauen uns mal an, was ist ein Geopark? Er macht die Erdgeschichte aktiv begreifbar, also was hier an geologischen Prozessen in unserem Geopark seit über 400 Millionen Jahren vonstatten gegangen ist. Sie erläutern die Gesteine und Rohstoffe der Region. Also wir sind ein Geopark der Rohstoffe und wir haben das Glück, dass diese Rohstoffe auch in vielen Betrieben nur abgebaut werden. Wir machen die Entstehung der Landschaft und des Landschaftsbildes erklärbar. Wie entstehen Täler, warum sind gewisse Bergrücken geblieben? Also man kann Geomorphologie auch über die Geologie erklären und dann eben die Kräfte aus dem Erdinneren, Vulkanismus und die ausgleichenden Kräfte durch Erosion gegeneinander betrachten. Gerade das Nistertal gibt uns hier sehr schöne Einblicke, wie dort über Jahrmillionen ein Tal entsteht, eben weil die Entwässerung ja auch stattzufinden hat. Wir haben viele Geotope, hatte ich schon darüber gesprochen, die als Sehenswürdigkeiten auch ausgeschildert sind. Und ganz wichtig, sie informieren die Bewohner einer Region über ihr Lebensumfeld. Es arbeitet hier sicherlich keiner mehr im Schieferbergbau, aber Sie sehen immer noch an den Häusern die Schieferfassaden, die Schieferdächer. Sie sehen noch im aktiven Tonbergbau, dass dort viele Menschen arbeiten, im direkten Tonbergbau, in der Zulieferindustrie, in der Weiterverarbeitung. Im Basaltbereich genau das Gleiche, da arbeiten keine 1000 Menschen mehr am Stöffelpark oder früher in den Basaltbrüchen dort, aber die Rohstoffe werden gebraucht, dann in anderen Steinbrüchen geholt. Also das Leben, das Lebensumfeld hängt unmittelbar mit der Geologie zusammen. Und zunehmend, das sehe ich auch hier vor Ort sehr schön, Geoparks sind ein wichtiger Baustein im Tourismusangebot. Wir erleben es zunehmend, dass eben auch der Wanderer ein Aktivwanderer wird, der sagt, ich will nicht nur eine Wanderroute ablaufen, sondern will mich auch informieren über Besonderheiten. Das können kulturelle Dinge sein, das können bauliche Dinge sein, das können aber auch geologische Dinge sein. Vorreiter da ist der Geopark in der Bergstraße Odenwald, wo dieses Konzept hervorragend aufgegangen ist. Ohne Geologie ist alles nichts. Kurze Beschreibung der Geologie, ohne jetzt 400 Millionen Jahren in 3 Stunden erklären zu müssen.
Wir sind praktisch im Herzen des rheinischen Schiefergebirges. Der Name sagt es schon, Schiefer. Schiefer, Schieferung kommt drin vor. Trotzdem viele besondere Facetten. Begrenzt im Norden von der Ruhr, im Osten von der Hessischen Senke, die sich durchzieht von Nordhessen, Marburg, Gießen bis Richtung Frankfurt. Der Taunus-Hauptkamm gibt jetzt vor, geht weiter in den Hunsrück. Quarzite, beständiges Material, und verschwindet im Endeffekt das reine Schiefergebirge hier in der Saarschleife. Die Saarschleife hat sich deshalb gebildet, weil die Saar einen Weg um einen Felsen suchen musste, und das ist der Quarzit, der dort Richtung Luxemburg abtaucht. Dann haben wir jetzt das Trierbecken, was außen vor ist. Nach Westen geht das reine Schiefergebirge über die Eifel direkt in die belgischen Ardennen über, und im Norden wird es von der Kölner Bucht begrenzt und dann praktisch parallel in östlich des Rheines. Und dort sind wir mittendrin. Wir haben also hier Gesteine in mehreren Epochen, Vulkanismus, sedimentäre Gesteine in einem Zeitraum von über 400 Millionen Jahren, und das sind wir auch hier bei Ihnen in der Gegend schon sehr nah dran, bis in jüngste Zeit, also jeder Regenguss bringt irgendwo auch Geologie, irgendwo sehen Sie eine Flusstrübung, das heißt, Geologie geht langsam weiter. Aktiven Vulkanismus haben wir zum Glück hier nicht mehr in der Region, aber von 400 Millionen Jahren bis heute zwei Schwerpunkte im Devon, also 410 Millionen bis 350 Millionen Jahre vor unserer Zeit, und im Tertiär, aber da gehen wir auf die Rohstoffe im Einzelnen noch ein. Eine Besonderheit, die sich bei Ihnen ein bisschen weiter südlich anschließt, sind hier die vulkanischen älteren Gebiete, die Dillmulde, die Lahnmulde und hier der Hohe Westerwald mit seinem Basalt. Hier im Devon Ablagerung vulkanischer Steine, dann eben auch dort bedingt Ablagerung durch hydrothermale, also Wasser dringt in Spalten ein, geht in die Tiefe, wird erhitzt, kommt durch andere Spalten hoch, reichert sich mit Rohstoffen, mit Metallen an, die dann am Meeresboden des Devons vor knapp 400 Millionen Jahren abgelagert wurden. Eisenerz, Kupfer und andere Vorkommen, das ist hier in der Lahn-Dillmulde. Im Siegerländer-Block haben wir eine etwas andere Bildung des Eisenerzes, auch ein anderes Erzform, kommen wir noch darauf zu sprechen. Und hier eben der Tertiär Basalt, bis zu 150 Meter mächtig. Tertiär heißt in dem Fall etwa vor 30 Millionen Jahren. Und dann schließlich der Siegerländer-Block, wo Sie auch mit Ihren Schieferschichten, Grauwaggeschichten etc. drin in dem Bach verankert sind. Ich fange mal mit meiner näheren Heimat an, Eisenerzbergbau. Ein ganz wesentlicher Bestandteil. Große Tagebaue, hier bis 60 Meter tief in der Nähe von Braunfels wurde das Eisenerz abgebaut. Bild, die Aufnahme ist von 1878, also Beginn der Fotografie. Da musste alles noch mit Schubkarren, mit Hacke und Schippe und mit Schubkarren rausgefahren werden, mal Pferdevorberge. Ist man später in größeren Tiefen dann über Schachtanlagen gegangen. Und dann gibt es so hier, insofern der familiäre Bezug, das ist der Garten, der meiner Familie heute noch gehört. Hier befindet sich das Geburtshaus meiner Mutter und direkt da unten war der Stollen dabei. Heute übrigens auch so eine Sache, viele alte Bergwerke, nicht nur bei uns, auch woanders, weil sie ein großes, es wurden ja viele Hohlräume geschaffen und teilweise in großen Tiefen. Also dort kann sich jede Menge Wasser sammeln und die werden heute als Wasserwerke genutzt, wie in Weilburg auch. Und hier auch nochmal ein altes Bergwerk, direkt westlich von Weilburg, die Grube Haltung. Hier eine Seilbahn runter zur Lahntalbahn, die benutzt wurde. Wir hatten um die 200 Gruben allein im Lahngebiet, wo Eisenerz abgebaut wurde. Etwas weiter unten noch, das Gebäude steht heute noch, Greveneck, das auf dem Weg zwischen Weilburg und Limburg, an der direkt die Bahnverladung, eine alte Erzaufbereitung, heute ein Campingplatz in dem Bereich. Man sieht auch schon die Veränderung, die in diesem Bergbau vonstatten ging in den 1920er Jahren. Kaum Sicherheitsausrüstung, es wurde wirklich per Hand viel gearbeitet, per Hand auch gebohrt, ein Erz mit Quarzanteil, die Leute hatten Staublunge, was dazugehört. Dann um 1970, der Bergbau, wusste man, ging schon dem Ende entgegen, Siegerland war da schon Schluss, hat man auf der Grube Fortuna dann komplett umgestellt und hat maschinellen Einsatz. Und ich kann Ihnen eins sagen, mein Vater hat immer geflucht ohne Ende bei Vermessung, die Dieselfahrzeuge haben einen Staub, einen Pflast hinterlassen. Also da werden Dieselfahrverbote, die heute ausgesprochen werden, um ein Mehrfaches überboten worden. Und insofern war das ein Problem, das hatte dann Folgekosten. Man hat zwar die Leistung von 4 Tonnen pro Mann und Schicht auf 10 Tonnen pro Mann und Schicht gesteigert, hat auch bis 1983 durchgehalten. Man musste aber, wie gesagt, einiges investieren, um die Belüftung, der Bergmann sagt, die Bewetterung sicherzustellen, damit da halbwegs saubere Luft drin war. Gehen wir mal weiter.
Die Grube Lindenberg Münster, das gehört heute zu Seldes im Taunus, also im Kreis Limburg-Weilburg. Die letzte Eisenerzgrube im Kreis Limburg-Weilburg, 1970 geschlossen. Vor knapp 40 Jahren, dann oder jetzt 36 Jahren, die Grube Fortuna bei Oberbiel, wo heute das Besucherbergwerk ist. Und auch der letzte Hochofen in Wetzlar ist 1981 geschlossen worden. Gehen wir jetzt hier in das Gebiet an Sieg und Wied. Eisenerzgrube Windfreit, ist vieles gesagt. Viele von Ihnen sind aus der Umgebung, kennen dieses Bergwerk, aufgestuft. Ein wunderschönes Besucherbergwerk. Ich war jetzt insgesamt schon 5 oder 6 Mal da drin gewesen. Wie gesagt, nochmal aufgewertet worden in der ganzen Geschichte. Auch von Mainz, vom Ministerium, vom Landesamt, der Roger Lang, der hier den Geotourismus dort betreut, hat sich sehr engagiert. Also wer noch nicht da war, sollte immer wieder hingehen. Ist ein besonderes Bergwerk, weil dort auch 3 verschiedene Sorten Eisenerz gewonnen wurden, auf verschiedenen Ebenen, sehr gut erläutert. Also freue mich, dass das diese Aufwertung gefunden hat. Im Siegerland haben wir dann natürlich an Sieg und Wied. Hier ein Bild mal der Grube Georg bei Willroth, also unmittelbar an der A3, noch Kreis Altenkirchen an der Kreisgrenze zu Neuwied, also in unserem Geopark noch gelegen. Eine alte Postkarte, noch die alte Ausstattung um die Jahrhundertwende, also 1900 etwa aufgenommen. Man sieht hier eine riesige Schachtanlage. Also das war auch nötig, um eben den Transport dieses Spateisensteins, dieses Eisenkarbonats, was in steil führenden Gängen bis in große Teufen abgebaut wurde, über 1000 Meter tief, und die wurde 1966 geschlossen. Schön, dass das ganze Ensemble so dort noch steht und als sichtbares Zeichen dieses Bergbaus erhalten geblieben ist. Das ist der Füsseberg im Landkreis Altenkirchen bei Daden, Biersdorf. Man sieht hier eine ganze Hanganlage, was dazugehört, hier oben die große Schachtanlage, die größte Anlage eigentlich neben San Fernando und Herdorf. Pfannenberger Einigkeit war mit über 1100 Meter Tiefe, das Richtung Siegen, die tiefste Grube aber hier auch. 1966 war es vorbei. Was war der Grund? Dass auch an Lahn und Dill war es genauso. Problem war seinerzeit eben die Situation, das, was wir heute Globalisierung nennen, ist da schon zu der Zeit eingetreten. Man hatte die Möglichkeit, über Großcontainerschiffe billige Erze aus Tagebauen in Brasilien und vor allem zu der Zeit in Liberia zu gewinnen. Und die Transportkosten mit den Großschiffen waren günstiger als die subventionierten Eisenbahnfrachten von hier Richtung Ruhrgebiet. Und dann war es irgendwann das Ende absehbar. Die Hütten haben nicht mehr abgenommen und damit war die Basis weg. Fortuna hatte Glück noch, hatte ein spezielles phosphatarmes Erz gehabt, wurde für die Zementindustrie gebraucht, konnten noch ein bisschen länger machen. Der nächste wesentliche Punkt dabei ist als Rohstoff der Lahnmarmor zu nennen. Lahnmarmor, an und für sich ein Lahnkalkstein. Also wir gehen wieder zurück, 400 Millionen Jahre. Wir hatten den aktiven Vulkanismus, der auch die Erzbildung, wo zum einen die fließende Lava, der Basalt des Devons nennt man Diabas, ist chemisch ein bisschen umgewandelt oder beziehungsweise ein bisschen über die Jahrmillionen bearbeitet worden. Und wir haben die Asche, also vulkanische Asche, Sie kennen die Ausbrüche von Vulkanen, die dann als Tuffsteine sich niederlassen. Und in Randbereichen, wir waren damals in einem Ozean in Nähe des Äquators, denn es bildete sich dann in Flachwasserbereichen im Rand, wir stellen uns vor wie Hawaii etwa, da kommt ein Vulkan aus der Erde raus, da ist der Kilauea, 11.000 Meter tief, 4.000 Meter über die Erde hinaus, also eigentlich der höchste Berg der Erde, wenn man von ganz unten bis oben ist, 15 Kilometer. Und an den Randbereichen bildet sich dann eben ein Riff, weil die Temperaturen sind, wo organische Bestandteile, Korallen oder andere, sich ablagern können. Der Meerspiegel schwankt und dann kann das über mehrere hundert Meter. Wir haben also das Kalksteinvorkommen in der Lahnmulde, was ich von Hahnstetten oder fast Katzenellenbogen im Rhein-Lahn-Kreis bis Biebertal nordwestlich von Gießen zieht, 10 Kilometer breit. Die Lagerstätte ist nicht mehr überall komplett vorhanden, aber bis zu 150 Meter mächtig und wird in Kalksteinbrüchen abgebaut. Und in manchen Bereichen sieht man auch sehr kunstvoll und insbesondere in Filmen an der Lahn, wo praktisch Querschnitte durch einen Riff sichtbar sind. Und das sind aber Kalksteine, die polierfähig sind. Aber jetzt gibt es Verkäufer. Ich habe ein Objekt, was sehr schön aussieht. Ich will das verkaufen. Und dann kamen die irgendwann auf die Idee zu nennen, ich sage gleich die unterschiedlichen Begriffe, wir nennen das Ganze Marmor, Lahnmarmor. Das ist eigentlich ein polierfähiger Lahnkalkstein.
Aber Lahnmarmor hört sich viel schöner an als Lahnkalkstein. Also Sie müssen, wenn Sie irgendwo ein Produkt sind und Sie haben einen Verkäufer, der sagt nicht, ich will jetzt irgendwo ein Basalt, so ein Basalt XY verkaufen, sondern der gibt dem noch einen schönen Namen oder in anderen Produkten auch. Ne? Also insofern gesehen, das, was ist eigentlich ein Marmor, den haben wir in der Region normalerweise gar nicht. Leicht andeutungsweise haben wir ihn im Kalkstein. Ein Lahnmarmor ist ein umgewandelter Kalkstein. Wenn Sie einen Kalkstein irgendwo als Ablagerung, als sedimentäre Ablagerung, als Ausfällung aus einem, jedes Wasser hat zum Teil Kalk, bei uns ist es sehr kalkhaltig, wo es ausfällt und dann eben oder in diesen Riffen sich gebildet hat. Und dann können Sie praktisch hier in diesem alten Steinbruch Unica wirklich diese, hier sind so leichte Risse, das ist die geologische Beanspruchung, das vor 360 Millionen Jahren zum Ende des Devons entstanden, eben in diesem 22 bis 24 Grad warmen Ozean. Und später waren natürlich geologische Spannungen, insbesondere vor 300 Millionen Jahren, wo das Gebirge gefaltet wurde, kommen wir beim Schiefer noch darauf zu sprechen. Und dann bilden sich Korallen, Seelilien und hier die Stromatophoren. Stromatoporen, das sind so solche Schwämme, die eben versteinert dort drin vorkommen. Und das Ganze sieht aus. Wer ist jetzt dieser Block, der in dieser freigelegten Wand sichtbar ist, wer der jetzt, sagen wir mal, durch geologische Umwälzungen in größere Tiefen gekommen, sprich, es wäre Druck auf ihn erhöht worden, es hätte Temperatur gewirkt, hätte sich das Gefüge aufgelöst, dann, wenn das Ganze durch geologische Abtragungsprozesse wieder näher an die Erdoberfläche kommt, abkühlt, war das Ganze einmal aufgeschmolzen, die ursprüngliche Substanz erkennen Sie nicht mehr. Ein metamorphes, ein verändertes Gestein. Und das im Prinzip aus Kalkstein der Marmor. Wenn Sie Carrara-Marmor aus Italien sehen, der sieht aus wie Zucker. Also ein umgewandelter Kalkstein, ein nicht mehr ursprünglicher Kalkstein. Hier haben wir nahezu mit ganz geringen Veränderungen noch den ursprünglichen Kalkstein. Aber ich hatte Ihnen gesagt, die wollten das gut verkaufen, das Produkt. Und insofern haben die das dann Lahnmarmor genannt. Filmasters Zentrum zieht sich aber auch weiter nachgewiesen. Über 100 Marmorsteinbrüche, Lahnmarmorsteinbrüche von südwestlich von Filma, auch im Diezer Bereich. Balduinstein ist so eine. Ein Ort, wo auch Lahnmarmor abgebaut und verarbeitet wurde. Und dort sieht man heute noch in den Orten wie Filma, auch in Balduinstein, viele Steinmetze. Die bearbeiten heute keinen Lahnmarmor mehr. In den 1950er Jahren kam der aus der Mode, kamen auch andere Rohstoffe, Granite, andere Sachen aus Indien. Zum Teil heute die Grabsteine auf unseren Friedhöfen sind Gesteine, die aus Indien, zum Teil aus China kommen und nicht mehr der Originalstein vor Ort in vielen Fällen. Aber das Handwerk als solches ist noch geblieben. Die arbeiten heute nur mit anderen Materialien. Wer klug war von denen, hat sich ein paar Blöcke Lahnmarmor neben hingelegt. Die kann er immer noch für besondere Zwecke gebrauchen. Und dann sind wir auch in der Weiterverwendung. Und der Lahnmarmor ist praktisch der Rohstoff, und gerade der Filma, der weltweit bekannt ist. Die Lahn ist unmittelbar dabei. Man hat ihn die Blöcke auf die Lahn geschafft, früher mit Lahnschifffahrt, dann runter nach zum Rhein gebracht und dann teilweise weltweit. Empire State Building, Sie hatten sie ja Ankündigung gemacht in New York, ist das die Eingangshalde mit Filma Lahnmarmor versehen. Dann in Mannheim eine der charakteristischen Kirchen, komplett aus Lahnmarmor, im Krieg geschädigt, wieder mit Lahnmarmor, teuer, aber aus Gründen des Denkmalschutzes renoviert und saniert worden. Filma gehörte wie Limburg zu Kurtrier. Der Dom in Trier ist eigentlich ein Beispiel für wunderbar verarbeiteten Lahnmarmor in allen Farben und Vorkommen. Also in Würzburg die Residenz weltweit im Einsatz. Die Metro in Moskau hat Lahnmarmor. Im Dritten Reich war es fast ein Kultgegenstand, gehen wir darauf nicht näher ein. Und dann auch, es wurde die Sisi in der Ankündigung genannt, die Grabkammer der Habsburger in Wien ist auch mit Lahnmarmor verkleidet und auch wieder saniert worden. Also von daher gesehen ein Rohstoff, der unwahrscheinlich Anklang gefunden hat und heute, es gibt noch einige Blöcke, die gesichert wurden, immer wieder noch für Denkmalschutzzwecke eingesetzt werden kann. Seit 2 Jahren haben wir das neue Lahnmarmor-Museum, unmittelbar am Bahnhof in Filma. Also man kann mit der Bahn, man steigt aus, ist auf der anderen Seite. 300 Meter davon entfernt diesen Unica-Bruch, geschützt praktisch durch ein Zeltdach. Natürlich haben sie, nachdem Ende der 1950er, 1960er Jahre der Lahnmarmorabbau zu Ende ging, an den Wänden, die werden ja praktisch mit Steinsägen rausgesägt, die Blöcke, und dann verarbeitet, die darf man ja nicht sprengen, sonst braucht man nichts mehr zu bearbeiten. Im Endeffekt
hat dort eine chemische Wechselreaktion stattgefunden. Der saure Regen hat das getan. Calciumcarbonat reagiert mit dem Schwefel im sauren Regen. Dann kriegen sie aus dem Carbonat ein Sulfat, das nennt man Gips, das kriegt der Böse in der Hand. Man hat ein, zwei Jahre gebraucht, um die Wände wieder schön frei zu schleifen und polieren. Und damit das dauerhaft nicht so oft gemacht werden muss, hat man über diese Abbaustellen hier ein Zeltdach gespannt. Also Unikabruch in Villmar, wer noch nicht da war, es lohnt sich allemal. Nächster Rohstoff im Geopark, und dort fange ich in meiner näheren Heimat an, war ich gerade unmittelbar an Langhecke anschließend. Ganz kleiner Ort, 300 Einwohner, ein reiner montanhistorischer Ort. Im Vergleich zu den umliegenden, früher mehr bäuerlich geprägten Dörfern, wo aber die Leute dann auch zum Teil im Eisenerzbergbau, im Schieferbergbau gearbeitet hatten. Langhecke ist ein Ort, wenn da kein Bergbau war, war das Dorf tot, ausgestorben, 100 Jahre nicht bewohnt, und dann ging es weiter. In Langhecke wurde überwiegend Schiefer gewonnen, aber nebenher gab es auch noch Eisenerzgruben, und es gab auch Blei, Kupfer, Zinkgruben, und wo Blei und Kupfer und Zink ist, ist Silber immer mit, weil es in der gleichen chemischen Gruppe ist, vorhanden. Und Silber hatte immer die Bedeutung für den Landesherrn. Aus Silber konnte er Münzen herstellen. Also man sprach immer von Silberbergwerken, aber überwiegend waren es für Blei. Das hat man in Langhecke. Langhecke hatte auf 2 Quadratkilometer 50 Schieferbergwerke. Vom nachgewiesenen 17. Jahrhundert bis 1955 in Betrieb. Wir haben regelmäßig noch zu tun. In der Nachkriegszeit, wo auch wieder durch die Bombenschäden viele Häuser zu renovieren, zu sanieren, neu aufgebaut wurden, war Schiefer nochmal sehr stark gefragt. Und dann sind die in die alten Gruben reingegangen und haben die Sicherheitspfeiler rausgenommen, die vorher stehen blieben. Das ist wie ein Gebäude, wenn ich hier ein paar Wände wegnehme, tragende Wände, dann war es das mit dem Gebäude. So ist es im Bergbau ähnlich. Und die gehen heute noch zusammen, dass auf einmal ein Schlag tut und sie schauen mir mal wieder ein tiefes Loch rein. Bis 1955 Schiefergewinnung in Langhecke. Dann gehen wir mal weiter und sind bei Ihnen jetzt hier vor Ort. Ein Tagebau, das ist oft so. Man fängt von oben an, muss durch einen Verwitterungshorizont durch. Die Steine sind ein paar hundert Millionen Jahre alt. Das setzt von oben nach unten Verwitterungsprozess ein. Und Sie merken es, wenn Sie zu weit oben Schiefer abbauen, bringen ihn auf die Dächer, der zerbröselt ihn. Ansonsten ist ein Schieferdach ein sehr langes, ein haltbares Dach. Eigentlich der Rohstoff für die Dachdeckung oder die nachhaltigste Dachdeckung, die es überhaupt gibt. Nicht billig, aber nachhaltig. Und ein weiteres Problem war beim Schiefer, auch bei der Schieferdeckung eben in früheren Zeiten. Es begab, bevor das industriell und mechanisiert wurde, gab es den Beruf des Nagelschmiedes. Jeder Nagel war ein Unikat. Praktisch, es wurde ein gewisser Strang gegossen und der wurde dann gekappt, plattgeschlagen und jeder Nagel von einem Nagelschmied hergestellt. Nur zu der Zeit wurden die nicht verzinkt. Das heißt, sie haben vielfach das Problem, der Stein ist noch gut, aber der Nagel, mit dem er am Holz befestigt ist, rostet ihn durch. Fels im altdeutschen Wort Lei genannt. In dem Fall ist, das kann für verschiedene Rohstoffe der Fall sein, aber hier bei Ihnen ist der Lei der Schiefer. Und derjenige, der diesen Schiefer dann bearbeitet hat, aufs Dach gebracht hat, ist der Laiendecker. Die Abtei Marienstadt, natürlich heute nicht mehr, gehe ich von aus, Original-Schieferdeckung wird nicht mehr die Original-Asperger sein. Wir haben leider in diesem Jahr, gerade morgen machen wir die Schlussvermessung, Schiefergruben haben wir nicht mehr so viele. Im rheinischen Schiefergebirge, der Moselschiefer, wurde bis vor wenigen Tagen noch in Mayen abgebaut von der Firma Ratschek. Leider schließen die, weil die Qualität, die sind immer tiefer gegangen, wurde schlechter, die Förderwege länger, also die Kosten standen nicht mehr in Relation. Die holen mittlerweile qualitativ den gleichen Schiefer in Tagebauen und besser zugänglichen Tiefbauten aus Spanien und transportieren ihn nach Mayen, um ihn dort aufzubereiten. Wir haben nicht im Sauerland noch zwei, wir hatten Schiefergebiete noch in Deutschland, auch im Geopark unten in Kaub am Rhein. Im Hunsrück gibt es noch ein kleines Bergwerk, also dort gab es einige im Sauerland und Siegerland. Interessant übrigens, dass im Sauerland und Siegerland werden bei uns überwiegend in Schiefergebieten die Dächer vielfach mit Schiefer gedeckt wurden und dann von den Fassaden, wie bei Ihnen auch, Fachwerkhäuser, die Wetterseite, die Westseite oder die Südwestseite. Ansonsten ging man mit dem Rohstoff sparsam um, kostete ja auch Geld. Auch im Siegerland etwas wohlhabender oder im Sauerland die ganzen Häuser zum Teil geschiefert sind. Ja, eine Schiefergrube will ich da nennen, die ich auch noch erlebt habe in der Nähe von Dillenburg, Wissenbach.
auch seit hunderten von Jahren Betrieb. Ich war da in alten Abbauen drin, wo man noch deutlich sehen konnte, wie die Handgewinnung war. Also nachgewiesen seit 1742 auch, und die konnten zum Teil noch reingehen. Bis 1985 wurde dort Schiefer abgebaut. Dann sind die aber an eine Störungszone gekommen, haben dann auch nochmal gemeint, die Abbauer, also die Hallen, wo man abbauen konnte, zu vergrößern. Und dann hat es innerhalb von einem Jahr den richtigen Schlag getan. Dann sind, obwohl 120 Meter Überdeckung, aber weil eine geologische Störungszone durchging, die Abbauer komplett runtergegangen. Wir hatten drei große Krater an der Erdoberfläche im Wald, wo mit einem Durchmesser von 30 mal 40 Metern, wo die 15, 18 Meter abgesackt waren. Also das ist immer die Gefahr, gerade im Schiefer, dass es zusammenbrechen kann. Aber Schiefer ist das Gestein des Jahres 2019. Im letzten Jahr war es die Steinkohle, passte ja auch damit das Ende des Steinkohlebergbaus in Deutschland. Schiefer, und Sie sehen auch da die vielseitige Anwendung, eben in Tagebauen, hier im thüringischen Schiefergebirge, das ist praktisch, geht auch nach Nordbayern noch im Frankenwald über, in Ostthüringen, Lehesten ist so ein Bergbauort, wo Schiefer abgebaut wurde. Wir hatten über den spanischen Schiefer gesprochen, und das ist eine Abbauhalle in Spanien drin, Höhe bis zu 40 Metern, Länge einer Abbauhalle 200 Meter, Breite 30 Meter. Und dann wird praktisch hier entlang solcher großen Abbauhallen praktisch der Schiefer gewonnen, untertägig, in Sägetechnik heutzutage, das war auch auf dem Katzenberg, also bei Mayen so der Fall, wo wirklich Quader vorgesägt wurden, es rausgebrochen wurden. Und dann haben die Rampen, die können also direkt aus dem Bergwerk rausfahren auf den Verladeplatz. Also riesengroße Anlagen und dann teilweise auch in Tagebauen, wo der Abbau vonstatten geht. Ich hatte die Verwendung des Schiefers schon gesprochen, Dächer, Fassaden, im Denkmalschutz so auch entsprechend eingesetzt. Schade, wie gesagt, dass die Grube Ratschek, Katzenberg, die von Ratschek schließt jetzt. Mineralquellen haben wir im Geoparkgebiet auch, im Bereich Limburg-Weilburg die Mineralquellen. Selters, und zwar Niederselters, nachgewiesen seit dem 17. Jahrhundert, beschrieben von vielen, war so praktisch der Exportschlager für Kurtrier. Es gibt auch noch alte Wasserkrüge, Rohstoff aus dem Westerwald, der Ton, wo eben dieses als Exportschlager war, und in der Limburg, das Magazin, also unmittelbar an der Lahn, neben dem Dom, war praktisch die Verschiffung von Mineralwasser aus Niederselters in die ganze Welt. Es gibt aber auch, das ist jetzt hier historisch gesehen, die Aufnahme von dem Brunnen um 1800. Dann haben wir noch Auguste Victoria, das sind jüngere Quellen, oder hier an der Grenze nach Leun zum Lahn-Dill-Kreis, Selters an der Lahn, wo auch salzhaltiges Wasser hochkam. Wir haben Bohrungen in unserer Region, die gehen bis über 2 Kilometer tief. Wir haben nirgendwo Salz angetroffen, keine Salzschicht. Sprich, man vermutet jetzt durch bestimmte Untersuchungen, geophysikalisch, geochemisch, dass vom Oberrheingraben durch das Störungssystem über die Itzsteiner Senke große Störungszonen sind, wo diese mineralhaltige, salzhaltige Lauge langsam, Zeitpunkt vielleicht mehr 100, mehr 1000 Jahren, hier in unserer Region vorkommt und dann an Störungsstellen durch Vulkanismus, da ist das CO2, das treibt es hoch, und dann waren Wiesen erkennbar, die halt eine andere Vegetation haben, ähnlich wie an der Nordsee, wenn sie auf den Halligen sind, wo halt salzhaltiges Wasser rauskam. Und dann hat man durch Tiefbohrung zwischen 60 und 100 Meter die Lagerstätte angetroffen, deswegen dort auch Neuselters. Nestle-Konzern hat das leider dicht gemacht. Nestle reden wir heute nicht drüber. Auguste-Victoria-Quelle bei Löhnberg gehört heute, glaube ich, Binding. Und Binding gehört wieder zu Oetker. Also selbst Mineralwasser, wie auch bei Bier, ist alles heute eine Konzernsache. Gut, dass ihr in Harrenburg noch die Brauerei habt, sagt man dann. Ja. Ja, weiter Rohstoffegewinnung im Geopark. Ich hatte schon gesagt, wir sind ein Geopark der Rohstoffe. Ich fange in meiner Heimat mal an. Hier ein riesiger, die Lava. Die Diabas-Lava des Devons wird hier abgebaut auf eine Höhe von fast 150 Metern. Und hier haben wir die Besonderheit, dieser Diabas-Spruch von einer Firma Joost, Straßenbauunternehmen, eigene Rohstoffquelle, optimal. 800.000 Tonnen holen die im Jahr dort raus, haben dann hier, wo das Bild auch ausgemacht wird, ein ehemaliges Silo als Aussichtspunkt genommen. Ich hätte dann den Aussichtspunkt genannt, Blick in das Mittel, in die vulkanischen Ablagerungen des Mitteldevons. Die haben es halt mit dem mittelhessischen Wort gesagt, guck ins Loch, kann man es auch nennen. Und dort, mein ehemaliger Mitarbeiter Viktor Penner, der hält den Zollstock an, in diesem Bereich dort oben ist das Eisenerzlager. Wir sind dort reingekommen
in einem Bereich, wo vor 150 Jahren Eisenerz abgebaut wurde. Und die gehen jetzt komplett durch das alte Bergwerk, was sich hier in dem Bereich unter Tage befand. Und hier sehen wir das Eisenerzlager so 50 cm mächtig, manchmal 1,50 Meter, was dort eben sukzessive verschwindet. Also ein hochinteressanter Einblick in die vulkanischen Ablagerungen, aber auch die Eisenerzablagerungen. Jetzt gehen wir mal zu Ihnen ganz nah, dass der Stöffelpark noch, die Aufnahme ist 6-7 Jahre alt. Mittlerweile, hier ist die Firma Artiran, dort ist der Stöffelparkbereich, hier die Ausgrabung. Hier wird jetzt, findet derzeit die Restgewinnung. Irgendwie der Betriebsleiter, der Achim Bauch, der schafft es immer wieder, noch Ecken rauszuholen, wo jeder denkt, da ist kein Basalt mehr. Es ist praktisch eine Schüssel, da war früher ein Vulkanismus, das ist zusammengebrochen und dann ist später wieder Basalt reingelaufen. Wir haben den Schlot bis heute noch nicht gefunden, der muss seitlich, muss die Lava reingeflossen sein dort. Und das ist ein Bruch, wo wirklich, wenn das in 2, 3, mal gucken, der Achim Bauch geht in 4 Jahren Pension, ich denke, vielleicht zieht das noch so lang, der Basaltabbau fertig ist, ist dann kompletter, der Stöffel als Berg abgebaut. Komplett abgebaut in den letzten 150 Jahren. Angefangen von allen Seiten, von allen Gemeinden, Hochkonjunkturen in den 1920er Jahren, am Zweiten Weltkrieg, mehrere Hunderte, teilweise über 1000 Beschäftigte dort. Heute sind das nur noch wenige, die trotzdem noch ihr 400.000, 500.000 Jahreszonen dort machen. Und interessant, zu Beginn der 2000er Jahre, als die ICE-Strecke gebaut wurde, wurden ja jede Menge Splitte, Schotter gebraucht. Da haben die Förderung hochgefahren bis auf über 1 Million Kubikmeter pro Jahr. 2,7, 2,8 Millionen Tonnen sind dort rausgeflossen aus der Produktion. Aber die brauchten nur 2 Körnungen. Alle anderen wurden Jahre auf Halde gefahren, bis dann auch abgefahren wurde. Also ungemein was passiert, ganz toll. Also die meisten von Ihnen werden den Stöffelpark kennen. Die Grabung in den Schieferschichten, wo man die Stöffelmaus findet, unterhalb des Basalt, sprich der Basaltabbau hat es ermöglicht, in diese Schichten reinzukommen, die durch den Basalt über Jahre, Jahrmillionen konserviert wurden. Wäre der Basalt nicht da gewesen, wäre dort Verwitterung gewesen und die wären nicht mehr da. Der Basalt hat praktisch das konserviert und hier sind eben die Grabungsstellen der letzten Jahre ganz was Tolles, aber dieser Bruch wird in wenigen Jahren der Vergangenheit angehören. Hier in Dreikirchen ein Steinbruch, das Bild ist ein bisschen älter. Ich habe ein paar ältere Aufnahmen mal drin gemacht, auch lang vor meiner Zeit, in den 1930er Jahren. Da sind die im Westerwald bekannten Säulen. Bis zu 30 Meter lange Säulen gab es in diesem Steinbruch. Ich habe selbst noch vor ein paar Jahren, die kommen jetzt auch in die Randbereiche rein, dort gibt es keine Basaltsäulen, sondern mehr den kompakten Basalt, der abgebaut wird. Auch das war markant, Westerwälder Basaltsäulen. Die wurden vielfach verwendet, Säulen auf 60 cm Länge, wenn sie ein bisschen kräftiger waren für Straßenabsperrung, wenn sie ein bisschen kürzer als Grenzsteine, verschiedene Anwendungen. Dann hier nicht weit weg auch im mittleren Westerwaldbereich, in dem Fall in Maxein, der Trachit, das ist auch eine Lava, aber mehr quarzhaltig, heller, also mehr grau. Der Basalt ist ja ziemlich dunkel. Basalt hat trotzdem 45-47% Quarzanteil, aber hier haben wir an die 70%. Ist heute noch Maxein ein Steinbruch und der Basaltbetrieb in Schenkelberg, das gehört zu dem Basalt- und Mischwerk Herschbach. Und damals sieht man auch, wie gefährlich das war, diese Blöcke rauszuholen. Es gab viele Unfälle, viele Tode, die dort da waren. Also Trachit auch eine. Und der Mahlberg, den wir ja bei Wirges kennen, ist ja markant dafür als ein Trachit, der eben Gott sei Dank im Landschaftsbild prägend ist und als solcher trotz kleiner Eingriffe am Rand erhalten geblieben ist. Und hier das klassische Handwerk, gerade in den Basaltbetrieben. Ich bin jetzt 60 Jahre alt, ich habe es in meinem Heimatort noch erlebt, in den 1960er Jahren. Die Straßen waren überwiegend gepflastert zu der Zeit. Asphalt war vielleicht mal die Hauptstraße, es fing an. Und die Nebenstraßen waren überhaupt vielleicht ein bisschen verdichtet. Aber die Hauptstraße im Ort und die wichtigsten Nebenstraßen waren gepflastert. Und dafür gab es einen besonderen Beruf, den Kipper. Kipper deshalb, die Steine wurden vorzerkleinert. Der Kipper, der hat praktisch den Stein in die Hand genommen, hat ihn sich angeschaut. Und dann praktisch wusste er, wo er den Hammer anzusetzen hat, gekippt, gedreht. Und dann hat er praktisch pro Tag sein Häufchen gemacht, hier und hier. Und bei Wind und Wetter saßen die dort in ihren Kipperbuden und haben praktisch den Basalt hergestellt. Sehr schön zu sehen, das Handwerk übrigens im Landschaftsmuseum in Hachenburg. Früher war eben noch bis in die 60er Jahre hinein, das gilt auch für die Tongruben, die Förderung nicht über die
mit LKWs oder SKWs, sondern da waren Grubenbahnen fast in jedem Steinbruch drin, wo praktisch Gleise verlegt wurden und dann bis zu den Kipperbuden das Material aus dem Steinbruch gebracht wurde. Gehen wir noch auf den wichtigen Rohstoff, der das weiße Gold des Westerwaldes ein. Hier sehen wir gerade, das hier ist bei Boden. Hier hinten sehen wir den Mahlberg rausschauen. Und hier sehen wir so praktisch den Blick in eine Tongrube. Der Ton etwa vor 30, 35 Millionen Jahren entstanden, also tertiäres. Die älteren Tone, die sich hier verfestigt haben, abgelagert, überlagert wurde, wie bei Ihnen. Da wurde aus dem Ton ein Tonstein. Dann kam geologischer Druck. Wenn das ein einseitiger Druck war, wurde das Gestein in eine Richtung geformt, geschiefert. Deswegen hier die Schiefer. Hier ist noch der plastische Ton vorhanden. Wie entsteht der? Allgemein in großen Seen, meistens Süßwasserseen hier. Eine Ablagerung, das braucht sehr lange. Die Feinsteile, die schweben erst und setzen sich langsam in einem solchen See ab. Nehmen Sie naturtrüben Apfelsaft, lassen Sie ihn übers Wochenende stehen und Sie sehen das Sediment unten. Und so etwa müssen Sie sich das auch vorstellen hier bei so einer Entstehung einer Tonlagerstelle. Feinsedimente, die gröberen Sedimente wie Sand, Kies, die lagern sich relativ schnell ab, auch durch die Schwerkraft. Aber je feiner das Sediment, was Sie in Flusstrübungen sehen auch, schauen Sie sich das Bild von oben mal an, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, Passau, wo drei Flüsse zusammenfließen. Sie sehen den weißen, grauen Fluss, das ist der Inn aus den Alpen. Ganz anderes Ausgangsgestein als die Donau, die viele hundert Kilometer durch Wiesen fließt und dort eben Lehme aufnimmt. Der Inn ist gräulich, weißlich, dann kommt die Donau, die bräunlich ist und dann kommt ein Fluss aus Mooren gespeist, durch Wälder fließen, fast schwarz, das ist die Ilz. Und wenn die drei zusammenfließen und sich dann verbinden und irgendwo lagern sich die Sedimente auch wieder ab. Hier ist dann, das haben wir lange davor gestanden, in dieser Grube Guderborn von Görg und Schneider, warum diese Tonnase nach oben geht. Haben wir mit Geologen auch darüber gesprochen. Wir vermuten, wir sehen hier nämlich die darüber liegende Basaltlava, dass wir von zwei Seiten einen Lavafluss hatten, nachdem der Ton schon da war. Der Ton gibt unter Druck nach, war auch noch nicht so alt wie heute, noch plastischer, verformbar. Und dann hat der Lavafluss von der Seite und der Lavafluss von der Seite dazu geführt, dass praktisch hier der Ton zusammengepresst wurde und so eine Tonnase nach oben entstehen konnte. Also wunderbar, wenn Sie so Aufschlüsse sehen können, wie das ist. Wir haben im Westerwald, die Größenordnung zu nennen, noch ca. 60 Tongruben in Betrieb. Zum Teil heute auch Großtagebau, die Technik hat sich geändert, die Ansprüche sind andere geworden. Heute verkauft man Sorten. Früher hat man Tonarten gehabt. Man hat Al2O3, die Tonerde, über 40%. Das war optimal. Die konnte man zu Schamottesteinen brennen. Das war gefragt in Zeiten, wo gerade Stahl für die Hochöfen, für die Stahlindustrie, man hat praktisch auf diesen schwarzen Ton geschaut. Dann später kamen dann die weißen Tonen, die keramischen Tonen dazu. Willeron Boch, bekannte Firma aus Mettlach, hatte ihr eigenen Tongruben Westerwald, um eben diese Tone abzubauen, die für Bau- und Sanitärkeramik Verwendung finden können. Und wieder andere Tone, wie die rötlichen Röhrentone oder für Abdichtungssysteme auf Deponien, also verschiedene grundsätzliche Möglichkeiten. Heute geht man hin, man macht eine Analyse von dem Bereich, noch viel feingliedriger. Man hat etwa 30 Tonsorten, die man hat, die fördert man separat. Man geht vorher raus, nimmt schon Analysen im Tagebau, holt den Ton, gewinnt den selektiv, bringt den in einzelne Boxen und dann gibt es Spezialaufträge. Für das eine Produkt geht ja bis heute in feinste Systeme, wo diese Tone gebraucht werden, in die IT-Technik hinein und so weiter. Hat man aus verschiedenen Mischungen, nennen wir sie Ton 1 bis 32, der eine braucht die Mischung 80% von Ton 20, 10% von Ton 15 und nochmal 10% von dem. Die Mischung machen nachher. Die malen die zusammen, mischen die, Big Packs geht hin und dann kriegt viel auch noch einen Export nach Italien. Die Italiener stellen gute Keramik her, haben auch für den europäischen Markt, in Italien brauchen die das nicht, die haben kaum Fröste wie hier. Um die Stabilität zu erreichen, müssen sie 20% Westerwälder Ton hinzugeben. Also in Löhnberg zum Beispiel, wo früher Eisenerz am Bahnhof verladen wurde, wird heute Westerwälder Ton. In Cesan am Bahnhof wird Westerwälder Ton verladen, geht nach Italien, auch nach Frankreich in die dortige Industrie, als Zuschlag zu deren, damit sie europaweit den Markt bedienen können. Also ein weitgehendes Geschäft. Tonlagerstätten sind immer noch vorhanden. Aber ich sage mal, die nächste, übernächste Generation kann man absehen, wird auch das weniger. Also der Rohstoff ist schon sichtbar. Die Abbaumengen, die dort vonstatten gegangen sind.
Ja, und nochmal ein paar Bilder, wie früher in der Tongrube gearbeitet wurde. Sie sehen hier die Gleisförderung auf den verschiedenen Sohlen und hier noch den klassischen Tonstecher mit seinem Spaten. Da war das harte Handarbeit. Heute geht das natürlich Baggersysteme, teilweise Bandsysteme oder Schwerglaskraftwagen, die das eben durchführen. Zu der Zeit auch, dass einige hundert Leute in so einer Tongrube gearbeitet haben. Pfeifenmacherdorf, ja, Pfeifenmacher, das wurden aus Ton Pfeifen hergestellt. Bild aus den 1930er Jahren. Aus Ton wurde Krugbecher hergestellt, Tonkrüge. Ich hatte eben das bei Mineralwasser schon angesprochen. Das Glas in seiner industriellen Verwendung für die Abfüllung mit Flüssigkeiten jeglicher Art gibt es noch nicht so ewig lang. Da reden wir über 100 Jahre, 120 Jahre vielleicht. Vorher waren das Tonkrüge, ob für Mineralwasser, für Bier, für Weine, entsprechend eine andere Geschichte. Deswegen auch Krüge, Kannen, die hergestellt wurden, deswegen auch der Begriff Kannenbäckerland. Aus dem Rohstoff Ton wurden solche Sachen hergestellt. Für den Bereich zwischen, wo fangen wir an, in Hörkernshausen, gehen dann über Ransbach, Baumbach, Wirgis, das ist ja dieser klassische Tonabbaubereich im Westerwald. Es gibt ein zweites Abbaugebiet noch im Bereich Westerburg, Guckheim, Herschbach. Und dann im hessischen Bereich gibt es auch noch eines, Obertiefenbach-Beselich, was sich hochzieht auch bis Breitscheid in den nordöstlichen Westerwald. Um zu sehen, wie dicht das zusammenhängt, habe ich die beiden mal zusammengenommen. Hier ein Tontagebau Hermann bei Beilstein. Beilsteiner Lei, da haben wir wieder den Begriff Lei, aber Lei ist in dem Falle Basalt. Die Beilsteiner Lei, dort wird Basalt abgebaut und hier hinten in dieser Ecke ist der Basalt zu Ende. Das wäre hier über die Kuppe hinweg und der Ton liegt unten drunter. Ich war vor 30 Jahren schon Untertage hier drin gewesen. Da ging damals noch eine Bundesstraße, die von Mengerskirchen in Richtung Herborn führte, durch das Gelände. Durch die Umlegung der Straße war es jetzt möglich, diese Lagerstätte zu gewinnen und abzubauen. Man sieht zum Teil noch die untertägigen Öffnungen, wo vor 30, 40, 50 Jahren Untertage der Ton abgebaut wurde. Wie gesagt, direkt unmittelbar. Und wenn wir hier ins Tiefste von dem Tagebau Beilsteinerlei gehen, im Basalttagebau, kommen wir unten auf den Ton drauf. Der Ton ist älter, der Basalt hat sich abgelagert. Interessant wird es, wenn Basalt ein Schlot durch den Ton hindurchgeht. Für den Tonfachmann eigentlich ideal, dann kann er nämlich schon mal sehen, kann er eigentlich auf den Brennversuch im Labor verzichten, wenn die 800 Grad heiße Lava durch den Ton durchgegangen ist, dann kann man auf 30, 40 Zentimeter sehen, wie der Ton brennt. Aber das hat man nicht überall, es muss weiter im Labor gearbeitet werden. Also insofern auch eine sehr interessante, wechselhafte Geologie. Zum Abschluss meines Vortrages möchte ich Ihnen noch ein bisschen mitgeben. Wir gehen mal ins Lahntal, also den Übergang vom Westerwald in den Taunus hinein und schauen uns mal an, wie Geologie, Bauwerke, Landschaftsbild zusammengehören. Dort, das ist Schloss Friedelhausen, das liegt bei Stauffenberg in der Mitte zwischen Gießen und Marburg. Kennt man die Region nicht, ich habe es irgendwann als Student kennengelernt, indem ich aus der Eisenbahn das gesehen habe und mich mal interessiert habe, was dort ist. Dieses ist aus Basalt gebaut, aber aus der Vogelsberger Basaltlava. Und ich erwähne es an der Stelle mal, weil es eine Bedeutung bekommen hat, diese Vogelsberger Basaltlava. Das alte Schloss wurde um 1880 nochmal mit dieser Basaltlava, eine sehr poröse Lava, vergleichbar der Lava aus der Eifel, aber ein Stück härter noch, wurde dieses Schloss gebaut. Rilke hat sich dort gerne aufgehalten, zwischen 1905 und 1907 hat er seine Sommermonate dort verbracht. Ist ja ein schönes Ambiente dort. Und diese Basaltlava, die dort in einem Ort Londorf abgebaut wird, das ist schon Ausläuferung, wie gesagt, des Vogelsbergs, des größten zusammenhängenden Vulkangebietes, Basaltvulkangebietes in ganz Europa. Noch viel größer als der Hochwesterwald, was etwa zur gleichen Zeit im Tertiär vor 30, 25 Millionen Jahren entstanden ist. Und als der Kölner Dom, der ja einiges mitbekommen hat, im Zweiten Weltkrieg zerstört war, es mussten Sanierungsarbeiten, suchte man einen Ersatzstoff für den Trachyt vom Drachenfels, womit er ursprünglich erbaut wurde. Der Drachenfels wurde auch schon sehr früh zu einem Naturdenkmal in preußischer Zeit, schon um 1900. Und da war dort nichts mehr zu holen, war ja vorher ideal. Vom Drachenfels hat man den Stein abgeschlagen, konnte ihn runterrollen lassen zum Rhein, mit dem Schiff die 40 Kilometer nach Köln und dort verbaut. Das war nicht mehr möglich. Die Eifel wurde für andere Regionen noch gebraucht und war auch, der Dombaumeister hat damals lange gesucht. 1952 entschied er sich, das Material aus dem Vogelsberg dorthin zu holen.
Und wenn Sie mal in den Kölner Dom kommen, schauen Sie sich mal die Dombauhütte an. 35 ständige Mitarbeiter. Und das ist eine Dauerbaustelle. Wenn Sie an der einen Ecke fertig sind, können Sie auf der anderen wieder anfangen. Man hat mal ausgerechnet, was da passiert. In 200 Jahren ist der Dom einmal komplett ausgetauscht worden mit diesen Dingen. Teilweise hängende Gerüste und alles, was dazugehört. Und da ist dieser, es sind auch Kalksteine drin, die von woanders herkommen, Sandsteine, aber hauptsächlich Basaltlava. Nur mal die Größenordnung zu nennen. Seit 1952 bis heute sind dort aus dem Vogelsberg ca. 15.000 Kubikmeter Basalt im Kölner Dom verbaut worden. Also das ist eine Größenordnung, es ist eine Dauerbaustelle, die eben durch die Kriegsschäden, aber auch durch die Industrialisierung der saure Regen, der setzt zwar den Basalt und den Trachit weniger zu, auch gerade den Kalkstein, die zerfließen dort förmlich. Also von daher wollte ich da mal anfangen, wunderschön, Basalt der Rohstoff. Zweites aus Basalt gebaut, das ist die Fetzberg, westlich von Gießen, auf einem Basaltschlot am Rande unseres Geoparks. Wunderschön, Fetzberg und Gleiberg haben wir dort als Burgen. Dann schauen wir mal auf Wetzlar. Und Wetzlar hat den großen, eine Brücke. Wir haben Kalksteinbrüche, dort wurde auch Buderus Zement, später Heidelberg Zement hergestellt. Eine alte Brücke, die Lahmbrücke aus dem 14. Jahrhundert aus Kalkstein. Und dann sehen Sie hier in der Altstadt den Wetzlar Dom. War eigentlich kein Dom, weil Wetzlar war nie Bischofsstadt. War eine Simultankirche für Protestanten und Katholiken seit 1528 aus Sandstein der Hauptturm. Und dann sieht man viele Gesteine drin, also lohnt sich alleine geologische Führung. Aber Sie sehen hier die Wetzlar Altstadt, wirkt von oben her fast blau. Und das ist das Bild, was wir in Mittelhessen, im Westerwald, an vielen Stellen haben. Wenn ich von oben schaue, sind die alten Ortskerne blau, das sind die Schieferdächer, der Rohstoff der Region. Fliegen Sie über Hannover-Schmünden, sehen Sie rote Dächer, das ist der Sandstein, der dort in Platten geschnitten wird. Also die Geologie bestimmt auch mit die Farben, die eine Stadt, die Mauerwerke, die Dächer und so weiter haben. Weiter geht es. Zu Kurtrier gehört bis 1803, säkularisiert zum Fürst zu Braunfels, Kloster Altenberg. Wer die B49 durchs Lahntal fährt, fährt unmittelbar unten entlang. Und dort sieht man auch Schieferdächer. Insgesamt sind von den 800 Quadratmetern Schieferdach 400 saniert worden. Kostete auch etwa 400.000 Euro. Hier daneben später das landwirtschaftliche Anwesen an das Kloster, was aus dem 12. Jahrhundert stammt. Eigenständiges Territorium, könnte man viel darüber sagen. Aber Sie sehen große Schieferdächer, übrigens auf einem auch Lahnmarmor aus Kalkstein stehenden Riff befindet sich das Ganze. Und hier hat man halt Ziegeldächer für die landwirtschaftlichen Anwesen bzw. Gebäude verwendet. Weiter entlang der Lahn, kommen wir in meine Heimat, das hessische Neuschwanstein, Schloss Braunfels. Braunfels ist auch auf einem dieser Basaltdurchbrüche des Tertiärs erbaut. Und die konnten schon mal anfangen, die ersten Steine konnten sie, also die Kuppe ein bisschen platt gemacht haben, haben schon die ersten Steine für die Burg gehabt, die sie gleich verwenden können. Wir können sogar sehen, dass sie zum Teil um den Stein rumgebaut haben. Wir finden teilweise im zweiten Stock noch den anstehenden Basaltdurch. Also es ist hochinteressant. Und dann eben die Steine der Region, den Tuffstein, den man dort hatte, den Kalkstein. Und dann hat man 1878 das Schloss umgebaut, Neuschwanstein kam. Dort war schon die Eisenbahn da seit 1861, Lahntalbahn, andere Bahn. Hier ist schon was Unterschied, ob ich Transporte per Schiff oder per Bahn mit Autos, das kann man noch viel später machen kann, oder ich muss es mit einem Pferde- oder Ochsenfuhrwerk mühsam bringen. Dann nutze ich natürlich die Steine, die ich zunächst mal vor Ort habe. Weitergehend, das muss ich jetzt bringen, das ist mein Heimatort. Tiefenbach gehört zu Braunfels in einem Seitental der Lahn. Wir bauen dort auf knapp 1,5 Hektar Dornfelder an. Böden sind schiefer dort, wie an der Mosel ähnlich, also von daher geht das. Lahnwein ist ja bekannt, aber weiter unterhalb Obernhof, also was halt zum Weinbaugebiet Mittelrhein gehört. Weilburg, der nächste Ort an der Lahn, Lahnschleife, auch geologisch bedingt. Da war ein harter Vulkankern, wo die Lahn ihren Weg drumherum gefunden hat. Besonders deshalb einmalig in Europa ein Schifffahrtstunnel, ein Straßentunnel, ein Eisenbahntunnel. Die Stadt selbst in der Mitte gelegen auf dieser Lahnschleife, also wirklich bemerkenswert. Auch hier sieht man wieder die Dächer, hier die Schlosskirche, der Altstadt, alles blau, das ist der Schiefer. Und hier sieht man, dass die Südwestecke, da hat man die oberen Stockwerke der Fassaden auch geschiefert. Und hier von der anderen Seite, hier sieht man diesen Felsen. Besser natürlichen Schutz konnte Schloss Weilburg gar nicht haben, als diese 40 Meter hohe Porphyr. Porphyr ist praktisch ein Basalt mit etwas mehr Quarzanteil, der auch sehr robust ist und deswegen die Lahn ihren Weg sich drumherum gesucht hat. Wir haben über Landschaftsbild gesprochen. Oder wie sich Landschaft entwickelt, ist von der Geologie in den verwendeten Steinen natürlich abhängig.
Und dann kommen wir nach Villmar. Und das Bauwerk ist gut 120 Jahre alt, direkt unweit des Unikabruches von der Gemeinde Villmar über diese Brücke hinweg, eine Brücke aus Lahnmarmor, aus dem Lahnkalkstein, der ja auch dort gewonnen wurde. Also jetzt sind wir in dem Riffbereich, was eben vor 400 Millionen Jahren, wo sich der Kalkstein an den Vulkanhängen gebildet hat. Denn wir gehen 2 Kilometer weiter und dann sind wir wieder im Vulkanstock drin, und zwar in den Tuffstein, der dort Schalstein heißt. Das ist Runkel, das ist die Lahnbrücke aus diesem Tuffstein hergestellt. Leider ist er verwitterungsanfällig. Oben ist die Burgrunkel, auf einem Schalsteinfelsen aus Schalstein erbaut. Das ist für den Eigentümer, in dem Fall die Grafen zu Wied-Runkel, gar nicht so einfach. Hohe Sanierungskosten. Von da aus weiter für mich das schönste Bild, wo alles zusammenpasst. Ein magnesiumhaltiger Kalkstein, den man auch Dolomit nennt. Dolomit sagt Ihnen was, die Dolomiten. Das Gestein hat dem Gebirge den Namen gegeben. 80% dieses Gebirgsmassivs sind aus diesem Gestein. Das haben wir auch an der unteren Lahn, das ist die Kirchen. Katholische Pfarrkirche, der heilige Lubentius, der hier praktisch das Christentum im Lahntal vorangetrieben hat, der hat dort auch dann diese Kirche errichtet. Fantastisches Bauwerk, der Stein unten drunter, das gleiche Material verbaut oben drüber. Limburg, ich hatte eben schon gesprochen, hier die alte Limburg, um 1900 leider ein Großteil davon ausgebrannt. Hier der St. Georgsdom seit 1828 auf diesem Riffkalk. Und daneben, wissen Sie, ist das bischöfliche Anwesen, was vor einigen Jahren für Aufregung gesorgt hat. Man hat praktisch dieses Lahnriff, das Kalksteinriff, komplett freigelegt, um dort eben Gebäude zu erbauen. Auch ein schöner Ausgangspunkt in Limburg. Ich bedanke mich bei Ihnen ausdrücklich für Ihre Aufmerksamkeit. Hoffe, dass Ihnen meine Ausführungen gefallen haben. Herzliches Dankeschön.